Neyse, sormuyor. Ahlaklı bir adam, o arabanın yanında ne işi var? Bunun itiraz. Sen şurayı destekleyeceksin. Yaraklılık. Gelen tweetleri okuyalım. Polis sabah erken saatlerinden itibaren taksi meydanları çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yarım saat önce de Gezi Parkı vatandaşları, sivil vatandaşları kapatıldı. Hatırlayacaksınız, Gezi olayları sırasında da defalarca Gezi Parkı kapatılıyordu. Bugün de yarım saat önce Gezi Parkı vatandaşları kapatıldığını söyleyebiliriz. Ama şu bilgiyi vermekte fayda var. Yaklaşık 20 dakika önce İstiklal Caddesi'nde ufak bir grubu polis müdahale etti. Sloganlar atarak taksi meydanına doğru yürümeye çalışan bir grup vardı. Ancak polis müdahalesiyle ara sokakları kaçtırdıkları halde eğlenceler. Ama yetkiyi veren de yerlerde. Onları görüşüyoruz. Kim? O yerde dediğin adam polis midir, jandarmadır mıdır, MİT midir, mafya mıdır? Ayakkabıcı mıdır? Ayakkabıcı mı, hırsız olduğunu biliyoruz zaten. Utanmalısınız kendinizden, utanmalısınız. Zwiespältigkeiten, die ich lebe als Österreicherin in der Türkei. Also quasi, ich bin ja jetzt schon 17 Jahre hier. 17 Jahre ist ja eine lange Zeit.
Wenn ich mir überlege, meine Kindheit, die ich gezwungenerweise in Ried, im Innkreis bei meiner Familie verbracht habe, hat sogar weniger lang gedauert. Bis ich 15 Jahre war, habe ich dort gelebt. Dann bin ich nach Wien untergetaucht, mich selbstständig gemacht, Kunst studiert. Die Hochschule für angewandte Kunst war damals ja auch noch sehr konservativ. Ich wollte meine Klassen wechseln, also von Keramik und Industrietasserin in die Malerei oder Modeklasse. Und das haben die nicht zugelassen. Ja, und dann, als der Kommunismus zusammengebrochen ist, bin ich nach Prag gegangen. Was da tagtäglich passiert. Die Polizeigewalt, das ganze Gas, die Geheimpolizei. Die Regierung ist faschistisch geworden. Das ist schon schlimm hier. Einerseits sagst du nichts wie weg von hier. Die erschlagen und erschießen dich hier. Aber die Aufstände mitzuerleben, ist immer ein unglaubliches Glücksgefühl, auf das ich dann doch nicht verzichten will. Das hat alles ein Ende. Dieser neoliberale Kapitalismus entfremdet uns alle. 20 Millionen Menschen leben hier in dieser Stadt. Das ist wie ein Land. Unser Wien mit 4 Millionen.
beziehe ich mich auf den Zustand der derzeitigen Welt. Wir sind ja alle Fremde im eigenen Land. Also nicht nur ich, wenn ich nach Wien fahre, dann bin ich dort Tourist und benehme mich auch so. Und das ist auch schön und gut so. In Istanbul fühle ich mich zu Hause, bin aber trotzdem Fremde. Und dann passiert es mir, dass ich Istanbul mit Wien vergleiche und Wien mit Istanbul. Und das geht dann gar nicht. Es gibt ja hier keinen Standard, keine Ordnung. Hier macht ja jeder, was er will. Das hat natürlich auch seinen Reiz, weil Dynamik entsteht. Aber du hast auch hier keine Ruhe, um nachzudenken.